Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria van der Kamp, Coach und Hebamme, heute wieder aus meinem Cocoon-Hängezelt, wo ich mich gerne reinlege zum Entspannen und Kontemplieren, ein bisschen Rückzug. Ich hatte gestern, war das gestern? Ja, ich glaube, es war gestern ein schönes Interview. Und da hatten wir unter anderem kamen wir auf dieses Thema, was manchmal echt herausfordernd ist, wenn man, ich sag mal, sich auf einen spirituellen Weg oder Weg des Selbstwachstums begibt. So eine Diskrepanz, die oft nicht so ganz einfach zu verstehen ist, zwischen, dass es einerseits darum geht, ganz im Hier und Jetzt anzukommen und andererseits wir irgendwie nach was Höherem streben. Vielleicht nach Erleuchtung streben oder nach mehr mit deinem höheren Selbst verbunden zu sein oder mehr in deiner höchsten Möglichkeit zu sein. Und dann kann man denken, ja, wenn ich nur in dem einen bin, wenn ich jetzt immer nur auf meine höhere Möglichkeit und auf mein ganzes Potenzial und wo ich hinwachsen will, fokussiere, dann bin ich ja nicht wirklich hier. Dann bin ich immer so, das erscheint immer so fern von mir, da bist du noch nicht, ja. Und wenn du ganz im Hier und Jetzt bist, dann hast du vielleicht das Gefühl, ja, aber dann bleibe ich dann so, wie ich bin? Oder was heißt das dann? Ja? Wie komme ich dann mehr in mein Potenzial? Und auf eine Art ist das so ein bisschen wie ein Koan, wie ein Paradox, dass beides richtig ist. Ja? Dich ganz mit dem zu verbinden, wer du jetzt bist und das voll und ganz anzunehmen und zu umarmen, dich jetzt in diesem Moment mit allen Schwächen und gleichzeitig dich auszudehnen und zu wissen, da gibt es eine höhere Möglichkeit von mir, da gibt es noch mehr Potenzial, wo ich hineinwachsen kann und zu verstehen, dass das einerseits da draußen scheint, als wäre das vielleicht weit weg manchmal, vor allen Dingen dann, wenn du mal so das Gefühl hast, ich falle ins Loch und gleichzeitig das wie, ich sag mal, wie so in Paralleluniversen schon da ist, dass das alles schon existiert und dass du das auf eine Art schon bist, ja, auch wenn du manchmal nicht das Gefühl hast. Und dir vorzustellen, vielleicht du hast wie so einen feinen Faden zwischen diesen beiden Polen, die auf eine Art auch eins sind. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich auf einen spirituellen Weg zu begeben, bewusst, das war schon sehr früh, in meiner späten Teenagerzeit, und da war das wie so ein Ziel, oh, ich will erleuchtet werden in diesem Leben. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, habe ich gedacht, oh, können mich alle mal mit diesem Erleuchtungswahn, ich will einfach mal nur im Hier und Jetzt ankommen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn ich wirklich voll und ganz im Hier und Jetzt ankomme, dann bin ich der Erleuchtung schon relativ nah. Es ist beides. Und das ist manchmal das Herausfordernde, aber auch das Schöne. Ja. Und das auf eine Art geht nicht das eine ohne das andere. Und ich hatte neulich das Bild, es ist wie, als würdest du so einen feinen, goldenen Faden spinnen zwischen beidem. Und beides halten in deinem liebevollen Gewahrsein in deinem Herzen, dich voll und ganz anzunehmen, wie du bist und liebevoll dir auch wie zu verzeihen für deine vermeintlichen Unzulänglichkeiten, da wo du vielleicht noch nicht da bist, wo du gerne hin möchtest und gleichzeitig dich auszustrecken. Und da schau mal, wie sich das anfühlt für dich, wenn du da wie so einen kleinen feinen goldenen Faden zwischenspinnst und beides hältst in deinem Herzen. Du bist beides. Es ist alles schon da, es ist alles schon in dir. Es geht mehr darum, das loszulassen, was dem vielleicht noch im Weg steht, da wo wir immer wieder mal zumachen auch. Und ganz viel liebevoll mit dir selbst zu sein, verständnisvoll, liebevoll mit dir selbst zu sein. Sagt es schön, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber das wie dich selbst kommt zuerst. Ja. Und das können wir dann auch am besten, wenn wir das mit uns selber können. In diesem Sinne
wünsche ich dir gutes Umarmen von allen Gegensätzen, die du vielleicht manchmal erlebst oder den Dingen, die noch weit weg zu sein scheinen. Und das anzunehmen, dass das nicht weit weg ist, dass das alles schon da ist. Alles Liebe von mir. Bis bald.